Ich kenne auch die übrigen Verfassungsentwürfe, habe da zum Teil auch heftig mitgearbeitet und habe da auch eine Reihe von Vorlesungen drüber gehalten, mache das auch weiterhin. Es sind ganz, ganz, ganz wenig Dinge daraus, gell, überhaupt in die spätere Verfassungskommission, die sogenannte Gesamtdeutsche Verfassungskommission, übernommen worden, gell, die von einem ausgewiesenen Konservativen, dem Professor Scholz, und dem ehemaligen Bürgermeister Henning Foscherau, beides hochqualifizierte Juristen ohne Fragen, aber ohne Gespür dafür, dass die DDR-Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben müssen, sie haben nicht 40 Jahre umsonst gelebt. Deswegen wurde das also bürokratisch abgehandelt. Ich fand es sehr bedauerlich. Also die gesellschaftspolitische Debatte, die ist damals gescheitert, weil eben die stärkste Fraktion und deren, sagen wir mal, Leute und die Leute, die ihnen in der Öffentlichkeit gefolgt sind, die gab es ja zum großen Teil auch, das darf man nicht vergessen. Gerade die Zeitungen waren ja doch sehr stark hinter dem Kurs Kohl, weil die das nicht für richtig gehalten haben. Übrigens eine Parallele zu jetzt. Gell? Wir sind jetzt aufgrund der unglaublichen oder des unglaublichen Zeitdrucks in der Klimakrise, hier sehr schnell demokratische Entscheidungen herbeizuführen, nicht nur auf dem Energiesektor, sondern auch auf dem Verkehrssektor und Wohnen und in der Frage, wie wollen wir leben, müssen wir auch wieder eine gesellschaftspolitische Debatte führen. Aber Sie sehen ja wieder, es ist auch im Augenblick extrem schwer. Ich bin gespannt, ob wir es dieses Mal schaffen, wo ja die Konstellation der Mehrheiten im Bundestag ein bisschen anders sind und etwas weniger konservativ.